Es gibt Algorithmen, die haben nahezu etwas Magisches, wie zum Beispiel die Monte Carlo Baumsuche. Ich werde Ihnen das erklären, dieses Verfahren, am Beispiel von Tic-Tac-Toe. Das ist dieses Kinderspiel auf einem 3x3 Spielbrett, wo man abwechselnd kreuzt oder Kringel zieht und wer zuerst drei in Reihe hat, hat gewonnen. Dieser Algorithmus ist so leistungsfähig, dass er bei Brettspielen wie Schach oder auch Go, genauso aber auch bei nicht deterministischen Spielen wie zum Beispiel Poker Anwendung gefunden hat, uns hochinteressante Spielleistungen abliefert, weil statistische Verfahren werden genutzt, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie gut ist eine Spielsituation für einen Spieler. Ganz einfach ist das erklärt, das lässt sich leicht entzaubern. Sie nehmen einfach eine Spielsituation und nehmen jetzt als Rechner, wenn Sie rechnen, einfach Zufallszüge. Sie machen für die eine Partei einen Zufallszug, also Sie aus der möglichen Liste der möglichen Züge suchen Sie einen Zug zufällig raus, dann für die Gegenseite, dann wieder für die andere Seite, hin und her, bis eine Partei gewonnen hat oder ein Unentschieden da ist. Ich erkläre Ihnen das am besten mal am Code. Play Randomly ist eine solche Methode, die genau das durchführt. Sie nimmt ein Spielbrett entgegen Board und da gibt es eine Methode, die heißt Three in a Row. Wir testen also, sind drei in Reihe. Als Ergebnis kommt plus eins für einen Gewinn, eine minus eins für einen Verlust und eine null für Unentschieden zurück. Wenn das Spiel noch unentschieden ist, while value gleich null, dann treten wir in den Rumpf der Weilschleife ein. Ist das Spiel schon entschieden mit Gewinn oder Verlust, dann geben wir hier Return den Wert zurück. Also überlegen wir, was passiert, wenn das Spiel noch nicht entschieden ist, zu Ende ist. Dann generieren wir über List Moves alle möglichen Züge, die in dieser Spielstellung gerade dran sind. Beim leeren Brett wären das alle neuen Zugmöglichkeiten. Und wir fragen natürlich, sind überhaupt noch Züge da? Wenn eben nicht mehr, dann brechen wir sofort ab und sagen, okay, unentschieden, weil es keine Züge mehr gibt. Das Brett ist voll. Haben wir aber mögliche Züge, dann zufällig wählen wir irgendeinen dieser übrig gebliebenen Züge aus, die möglich sind. Das nennen wir Random Move. Dann machen wir diesen Zug auf dem Brett und stellen dann wieder fest, hat irgendeine der beiden Parteien gewonnen, verloren oder ist es noch ein Unentschieden und gehen wieder hier an den Kopf der Weilschleife, machen den Test und es geht wieder weiter. Das ist genau das Verfahren, was wir haben, dass nacheinander Züge zufällig ausgewählt werden. Wenn wir uns das mal anschauen, wir nutzen einfach eine Variable b für eine Instanz von Boards. In Java müssen Sie New Board schreiben. Sie sehen, das Spielbrett ist leer. Und jetzt lassen wir hier zufällig einen Spielverlauf machen. Dann sagen wir Play Randomly und das b. Da sehen Sie, das Spiel ist unentschieden und das ist die Spielsituation, die sich ergeben hat. Jetzt wollen wir das nochmal ausprobieren, wieder eine neue Instanz bilden. Play randomly aufrufen und wieder ergibt sich ein Unentschieden. Aber Sie sehen, wichtig, es ist eine völlig neue Spielsituation. Wir wollen mal eben hier die Sachen, die Kommentare entfernen, damit Sie die Print-Statements dazwischendurch sehen. Ja, ist nicht registriert, kommt weiter hier. Und starten das Programm neu. Machen wieder ein Board und lassen das einmal spielen, durchspielen. Und jetzt sehen Sie tatsächlich, was der Algorithmus so schön macht. Durch dieses Print-Statements können Sie mal zwischendurch zuschauen. Also wir haben die Routine aufgerufen. Am Anfang sind alle neuen Züge möglich. Der Index geht von 0 los. Die neuen Spielsituationen, die Sie erzeugen können, sind 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Er nimmt zufällig einen Zug raus, das ist die 0, und dann kommt da oben die X hin. Das X hin. Dann haben wir diese Spielsituation. Dann bleiben diese Züge übrig. Die 0 ist natürlich nicht mehr verfügbar. Zufällig wird was ausgewählt, die 7. Sie sehen, das führt zu dem Zug da unten. Jetzt bleiben alle Züge übrig, die nicht mehr 0 sind, nicht mehr 7. Wieder wird zufällig einer ausgewählt, das ist die 2. Der landet also hier an der Stelle. Und so geht das Ganze weiter. Und dann merken Sie, durch Zufallsauswahl ist es jetzt so passiert, dass hier oben die 3x sind. Und damit ist das Ende der Berechnung erreicht und wir geben eine 1 zurück, also x hat gewonnen. Wir können das nochmal machen. Hoppsa, ich muss eine neue Instanz vorher wählen. Play randomly und da haben wir eine ganz neue Spielsituation.
Am Schluss sehen Sie, dass hier die drei Kringel in Diagonale sind und damit hat minus 1 gewonnen. Das ist also so ein Spielverlauf. Ich kommentiere das wieder aus, sonst haben wir die ganze Zeit die Prinz dabei. Das ist also ein Spielverlauf, den wir haben. Jetzt wollen wir das nicht einmal machen, sondern 100-mal. Das ist dann der statistische Effekt, der dazu kommt. Und da sehen Sie, Simulate Plays ist genau der Punkt. Number ist ein optionales Argument, was wir übergeben können, was defaultmäßig auf 100 gesetzt ist. Und dann sehen Sie hier, solange Number größer 0 ist, gehen wir hier diesen Rumpf durch und zählen Number runter. Damit haben wir dieses 100 Mal zum Beispiel. Wir erzeugen von unserem Objekt eine Kopie, damit das Spielbrett immer ein frisches zum Simulieren genommen wird. Und hier ist so ein kleiner Trick. Play randomly ist unsere Methode, die wir eben besprochen haben. Die liefert mir eine plus 1, eine minus 1 oder 0 zurück. Zu dem Ergebnis erzähle ich 1 dazu. Dann kriegen wir eine 0, 1 oder 2 zurück. Und da nehmen wir eine Zählervariable count. Das ist ein Array aus drei Zahlen. Und an dem Index 0 wird hochgezählt, wenn ich einen Verlust habe. An dem Index 1, wenn ich ein Unentschieden. An dem Index 2, wenn ich gewonnen habe. Und auf die Art und Weise zählen wir aus, wie ist die Verlust-, Gewinn- und Unentschieden-Bilanz. Auch das wollen wir uns konkret anschauen. Ich muss gerade das neu laden, weil ich das Programm, ups, ich habe es noch nicht abgespeichert. Sorry. Die Kommentare habe ich wieder reingemacht. So, dann machen wir Simulate Plays. Und ich wähle jetzt nicht B, sondern jedes Mal mache ich eine frische Instanz über Board hier direkt. So, und dann gucken wir, 100 Spiele führen dazu, dass 53 Mal gewonnen wurde, 34 Mal verloren und 13 Mal war es ein Unentschieden. Das war ein leeres Spielbrett, mit dem wir begonnen haben. Das wurde zufällig ausgewürfelt. Das können wir auch nochmal machen. Sie sehen, das schwankt ein wenig. Manchmal ist es hilfreich, doch die Wiederholungsrate zu holen, also die Statistik etwas zu verbessern, indem wir 1000 Zufallsverläufe machen. Sie sehen, so um die 550 in dem Fall gibt es Gewinne, 304 Verluste und 144 Unentschieden. So, jetzt folgender Gedanke. Wir haben ein Board. So, und wir wollen jetzt mal einen Zug machen. Make Move und zwar links oben in die Ecke. So. Und jetzt können wir mit Simulate Plays befragen. Mensch, was ist denn dein Vorschlag, was hier der beste Zug wäre? Wir machen nur wieder 100. Wenn du jetzt den Kringel ziehst, also aus dieser Situation heraus ausprobierst, was das Beste ist in dieser Stellung, also wenn X da links oben in der Ecke ist, dann sehen Sie in 66 Prozent der Fälle kann ich gewinnen, in 23 verliere ich und in 11 ist ein Unentschieden. Bei dieser Stellung, wenn ich das X links oben in der Ecke habe. Ich mache mal ein Undo. Undo Move. Ich nehme den Zug wieder zurück. So, und jetzt setze ich mal eine andere Stelle. Ich setze den mal an die 1, also hier oben in die Mitte. Mache wieder das Simulate Place. Da sehen Sie, 53 Mal gewinne ich, das ist so ähnlich wie da links oben in der Ecke. 32 Mal verliere ich, 15 Mal habe ich ein Unentschieden. Sie können das auch bei 100 in Prozent angeben. Wieder mache ich den Zug rückgängig. Leeres Brett. Und jetzt setze ich mal in die Mitte, das ist die 4. Und schau mal, was da rauskommt. Und da sehen Sie plötzlich Skyrocket. Hier unsere Zahl für die Gewinne steigt deutlich auf die 72, nur noch 17 Verluste und 11 Unentschieden. Wenn ich also einen dieser Züge aussuchen dürfte, einen dieser drei links oben in der Ecke, oben mittig oder in der Mitte, dann sollte ich den in der Mitte aussuchen, weil der mir potenziell die höchsten Gewinnchancen im Augenblick ausrechnet. Ich müsste das natürlich auch noch für die anderen Zugpositionen ermitteln. Aufgrund von Symmetrien bräuchte ich das nicht dringend. Aber Sie kriegen vielleicht jetzt mit die Idee, durch statistisches, zufälliges Auswürfeln von Spielen bekommen wir eine Idee über Dynamik, die in diesem Spiel drinsteckt. Das habe ich programmiert. Jetzt ist das Spielbrett wieder leer. Hier durch Evaluate Moves. Wir gehen einfach mal, wir sind hier an dieser Stelle,
Wir gehen einfach die Züge, die möglich sind, hier Listen Moves, in einer Vorschleife alle durch. Das habe ich gerade händisch so gemacht. Wir machen den Zug, würfeln dann aus, was da rauskommt, diese Simulate Plays, und dann machen wir den Zug rückgängig und den nächsten. Das können wir wieder an der Konsole ausprobieren. Also Evaluate Moves. Und wir nehmen unser Spielbrett, das im Augenblick leer ist. Und da geht ja jetzt die Züge nacheinander durch. Das sind nämlich hier, nehmen wir mal List Moves. Das sind diese Züge, die wir haben, die nacheinander. Ne? Das ist die Methode hier links, Zeile 59. Das sind die neuen Zugmöglichkeiten. Und jetzt, wenn wir den Nuller gemacht haben, links oben in der Ecke, dann ist das Triple die Auszählung dafür. Machen wir den Einserzug, dann ist das Triple die Auszählung. Wieder Gewinne, Verluste, Unentschieden. Und auch hier sehen Sie, wenn wir die 4 nehmen, dann ist das hier 0, 1, 2, 3, 4. Da sehen Sie wieder eine bemerkenswert hohe Anzahl an Gewinnmöglichkeiten, die sich einstellt. Auch das automatisieren wir jetzt, dass wir aus dieser Liste der Triples einfach den besten Zug uns raussuchen lassen. Das macht hier diese Methode Choose Best Move. Wenn Sie sich das später mal in Ruhe anschauen wollen, wieder werden alle Züge genommen. Und hier nehmen wir die Triple, die verschiedenen, mit den drei Werten immer. Die sind hier für links, Mitte und rechts bezeichnet. Davon nehmen wir nur immer den rechten Wert. Also wie viele Gewinne habe ich? Da multipliziere ich das damit, wer ist hier gerade dran, Kringel oder Kreuz. Wenn ich die Partei immer wechsle, versucht jede Partei für sich das beste Ergebnis rauszuholen. Das maximiere ich also, das Ergebnis. Ich suche also unter diesen statistischen Auswertungen das beste Ergebnis heraus und das gebe ich dann als besten Zug zurück. Also wieder anschauen. Choose Best Move unter dieser Spielstellung. Und stellen Sie fest, er gibt mir die 4 zurück. Wenn wir das wiederholen, sehen Sie auch, weil es statistisch manchmal so sein kann, dass er beim Auswürfeln andere Situationen als gut erkennt, aber überproportional häufig kommt die 4 vor. Das Verhalten wird stabiler, wenn wir die Sampling-Rate auf 1000 erhöhen, also 1000 Mal immer auswürfeln. Dann kommt fast immer eine 4 zurück. Es kann auch mal passieren, dass keine 4 zurückkommt. Aber das sind diese statistischen Rauschsachen, die wir haben. So, und wenn Sie jetzt das haben, können Sie auf einmal über die Konsole hier anfangen, Tic-Tac-Toe zu spielen. Also denken Sie dran, wir haben B, das ist unser Board und der schlägt gerade vor, statistisch durch Auszählen kommt es doch raus, mach doch mal bitte hier den Viererzug. So, jetzt können wir auch gleich sagen, jetzt können wir die Routine ja wieder aktivieren. Such doch mal jetzt unter den 8 möglichen, wo ein Kringel hinsetzen kann, den bestmöglichen raus aufgrund deiner statistischen Untersuchung. Und dann sagt er, nimm die 6 dafür. Also setzen wir den hier auf die 6. Dann kommt das daraus, links unten in die Ecke. Und der Zug ist in der Tat nicht so dumm. Wenn man nicht in die Ecke gesetzt hätte, hätte man zuverlässig verloren. Wieder können wir jetzt sagen, Mensch, such dein Verfahren, wend es wieder an, such mal den nächsten Zug raus. Und er rechnet und rechnet, überlegt, macht seine Auszählung und er schlägt vor, mach mal auf die 0 dort oben, links oben in die Ecke. So, und jetzt sehen Sie, es entsteht eine Bedrohung über die Diagonale nach rechts unten. Und jetzt wollen wir mal so sehen, ob ein statistisches Verfahren so clever ist, diese Bedrohung zu erkennen. Und, was ist passiert? Er hat es tatsächlich erkannt. Und nicht im Sinne von Nachdenken, indem er alle Zugstellungen durchberechnet und strikt evaluiert, wann gewinne ich, wo ich verliere ich, müsste ich nach Minimax oder Alpha-Beta-Verfahren den besten Zug raussuchen. Nein, nur durch statistische Überlegung. Jetzt ist eine Bedrohung für X entstanden. Und dann wollen wir auch sehen, was da passiert, ob Statistik hilft, den besten Zug zu finden. Und er findet ihn in der Tat. Ich habe genau das mal ausprobiert, eine kleine Routine noch dazugefügt, die den Computer gegen sich selbst nach diesem Verfahren spielen lässt.
Und es ist erstaunlich, wenn wir das auf diese Tausender-Größe setzen, immer 1000 Versuche, Experimente machen, statistische Auswertung, dann spielt das Programm praktisch perfekt Tic-Tac-Toe. Und das ohne durchgerechnet zu haben im strengen Sinne, sondern durch statistische Auswertung. Dieses Verfahren ist also sehr leistungsfähig dafür, ein Gefühl für die Stellung zu kriegen und rauszukriegen, welches Potenzial in einer Stellung steckt. Für Tic-Tac-Toe reicht dieses Verfahren vollständig aus. Für andere Spiele kombiniert man das mit dem traditionellen Alpha-Beta-Algorithmus und hat jetzt festgestellt, eben der Monte Carlo hilft einem sehr gut bei der Stellungsbewertung. Schachprogramme werden dadurch sehr leistungsstark und besonders auch Go-Programme, die waren vor Einsatz der Monte Carlo Tree Search relativ schwach. Mit der Monte Carlo Tree Search sind sie plötzlich auf Meisterniveau hochgeschnellt. So kann ihr kleines Smartphone sehr leistungsfähig zum Beispiel Go spielen. Mit neuronalen Netzen, was jetzt Google gemacht hat, da toppt man das dann nochmal und dann wird es eine richtig gute Qualität von Spiel. Behalten Sie dieses Monte Carlo im Auge, das wird Ihnen immer wieder begegnen und denken Sie daran, ein cleveres Verfahren, mit dem man sehr viel erreichen kann.